Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch mal, wie ihr so etwas macht wie diese Box hier. Also so etwas. Play from here. Wenn man drauf schießt, fliegt sie in der Luft herum. Und das werde ich heute zeigen, wie ihr das macht. Das ist eigentlich recht simpel, also so in einer Minute müsste das eigentlich erklärt sein. Dazu sucht euch irgendein Static Mesh aus, das ihr haben wollt. Ich nehme jetzt hier, sagen wir, Barrel, so etwas wollen wir. Dann macht ihr einen Rechtsklick. Dann macht ihr zum Beispiel Create a Copy. Also ich mache jetzt ein Copy, ihr könnt das einfach dort lassen, wo ihr es haben wollt. Ich mache jetzt eine Copy, Skeleton wackeln. Und okay. Gut, jetzt habe ich eine Copy von dem gemacht. Jetzt macht ihr einfach einen Doppelklick auf das Static Mesh auf. Dann müsst ihr zuerst eine Collision adden. Da ist jetzt nur eine Collision droben, aber ihr müsst vielleicht auch eine adden. Das macht ihr einfach Collision. Auto Convex Collision, dann ein bisschen hier hinaufstellen, also umso mehr Collision ihr haben wollt, also umso genauer, umso höher müsst ihr einfach diese Parameter erstellen. Oder ihr macht einfach so eine simple 6 DOP Simplify Collision, aber ich lasse jetzt hier einfach mal. Danach müsst ihr jetzt einfach, hier unten gibt es Mass Scale. Also da könnt ihr einstellen, wie schnell es wegfliegen soll. Weil im echten Leben, wenn ihr irgendein Objekt werft, dann fliegen ja die schwereren nicht so weit wie die leichteren. Weil die schwereren, die kullern dann einfach im Boden ein bisschen herum und sind einfach träger. Und das könnt ihr eben hier einstellen. Da könnt ihr zum Beispiel 0,3 zum Beispiel rein und dann wäre das nicht so träge und dann fliegt es wirklich schön durch die Luft. Und dann klickt ihr einfach auf das Static Mesh, einen Rechtsklick ins Level und dann hier Add Rigid Body Skeleton wackeln oder halt euer Namen. Und dann probieren wir es mal aus. Bleiben wir hier. Wie ihr sehen könnt, es fliegt schön weg. Und sogar wenn man dagegen läuft, geht es auch ein bisschen weg. Nicht so stark, aber es geht weg. Bam. Und da könnt ihr jetzt einfach so herumschießen und habt ihr eine schöne Physik drauf, wo ihr einfach Sachen wegschießen könnt. Also, so macht man das, also ganz einfach und bis zum nächsten Mal.